Am Standort Radebeul der Elbland-Kliniken findet man die interdisziplinäre Gedächtnisambulanz. Professor Dr. Maximilian Pilatsch, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, über diese spezialisierte Einrichtung. Die Gedächtnisambulanz ist eine Anlaufstelle, wo sich Patientinnen und Patienten oder Menschen vorstellen können, wenn sie den Eindruck haben, dass bei Ihnen oder bei Ihren Angehörigen irgendwas mit dem Gedächtnis nicht stimmt. Das heißt, dass man sich Dinge nicht mehr so gut merken kann, man unkonzentrierter ist, dass man nicht mehr so aufmerksam ist, dass man Dinge verliert, dass man sich vielleicht auch mal verläuft. Um das so als Symptom abzuklären, dafür gibt es die Gedächtnisambulanz. Die Sache ist nämlich die, dass diese Symptome ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Hinter diesen Symptomen können sich beispielsweise eine Reihe von unterschiedlichen psychiatrischen Erkrankungen verbergen, wie Depressionen, Psychosen, Angststörungen, aber es können sich auch eine Reihe von somatischen, so körperlich begründbaren Erkrankungen verbergen, wie Vitaminmangel, Schilddrüsenunterfunktion, können sich auch neurologische Erkrankungen dahinter verbergen und die Gedächtnisambulanz differenziert da. Das heißt, wir gucken, ob sich behandelbare körperliche oder psychische Erkrankungen dahinter verbergen, würden die dann auch entsprechend behandeln und dann somit die Gedächtnisprobleme lösen. Wenn wir diese anderen Diagnosen ausschließen können, dann bleibt am Ende tatsächlich noch die Demenz als Diagnose. Der Chefarzt der Klinik für Neurologie und Geriatrie, Professor Dr. Martin Wolz, weiß genau, worauf es ankommt und ist mit seinen Mitarbeitern enger Bestandteil der Gedächtnisambulanz. Eine Demenz sagt, dass es zu einem fortschreitenden Verlust geistiger Leistungsfähigkeit kommt über die Zeit. Das muss nicht nur das Gedächtnis betreffen. Gedächtnis ist eine Domäne, aber das kann auch den Bereich der Aufmerksamkeit, der Handlungsplanung, aber auch der Sprache und der Motorik betreffen. Demenzen haben verschiedene Ursachen. Die häufigste Demenzart ist die Demenz vom Alzheimer-Typ, dort steht der Verlust der Gedächtnisfunktion sehr weit vorn, aber es gibt auch noch andere Demenzerkrankungen, wo andere Domänen am Anfang beeinträchtigt sind. Insgesamt ist es allerdings so, dass mit fortschreitender Erkrankung dann im Prinzip mehrere bis zu allen Domänen, die geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, betroffen sein können. Wichtig ist immer, und das definiert die Diagnose einer Demenz, dass durch diese Einschränkungen die Aktivitäten des täglichen Lebens, die Alltagsaktivitäten beeinträchtigt sein müssen. Das heißt, das pure Vergessen eines Begriffs oder das Liegenlassen der Brille allein rechtfertigt nicht die Diagnose einer Demenz. Marie-Christine Preußler ist Neurologin und arbeitet in Radebeul und Meißen. Sie ist für Demenzpatienten eine der ersten Kontakte im Elbland-Klinikum. Die Zuweisung der Patienten läuft gewöhnlich über den Hausarzt oder einen ambulanten Neurologen. Nach einer ärztlichen Erstvorstellung, die bei mir oder bei einem Kollegen erfolgt, mit körperlicher Untersuchung, Blutentnahme und im Idealfall auch Befragung der Angehörigen, erfolgt dann eine zweite Terminvergabe zur neuropsychologischen Testung bei unserer Psychologin. Im Anschluss wird es dann einen dritten Termin geben zu einer erweiterten Diagnostik mit Bildgebung vom Kopf. Das ist in der Regel ein Magnetresonanztomogramm und eine Nervenwasserentnahme mittels Lumbalpunktion. Das erfolgt in der Regel im Krankenhaus in Meißen. Gibt es dann eine interdisziplinäre Fallkonferenz bei uns im Team. Wir besprechen alle Befunde gemeinsam. Sammeln die, kommen zu einem Schluss. Wenn die Befunde nicht ganz eindeutig sind, gibt es auch die Möglichkeit, den Patienten zu einer erweiterten Diagnostik in der Universitätsklinik in Dresden vorzustellen. Und dann stellen wir Patienten zu einem vierten Termin ein, zur Befundbesprechung, Diagnoseübermittlung, berichten was über die Prognose und empfehlen medikamentöse Therapien und auch therapeutische Möglichkeiten. Auch wenn die Zahl der Demenzerkrankungen laut Prognose in den nächsten Jahren zunehmen wird, kann man dem Krankheitsbild vorbeugen. Einige einfache Tipps gilt es zu beachten. Es gibt natürlich keine Heilung momentan, aber viele Möglichkeiten, um Demenz maximal lang hinauszuzögern. Das Credo ist eigentlich aktiv bleiben. Bleiben Sie aktiv körperlich. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Sport ein Schutzfaktor ist gegen demenzielle Prozesse, aber auch gegen normale alterungsbedingte Abbauprozesse im Gehirn. Dazu kommt das geistige Fitbleiben. Ein anderer wichtiger Punkt ist die psychische Gesundheit. Einsamkeit, Depression sind auch ein Risiko für Demenz. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist,
interaktiv mit anderen Menschen zu kommunizieren, Aktivitäten gemeinsam zu unternehmen und wenn es nur das gemeinsame Essen ist. Im Idealfall kombinieren Sie es. Sie gehen vielleicht zum Wandern mit den Freunden. Sie sind dabei körperlich aktiv und Sie machen vielleicht auch eine neue Route, was auch geistig anspruchsvoll wäre. Das Thema Demenz wird in den nächsten Jahren immer gegenwärtiger werden. Da sind sich die Spezialisten sicher. Mit der Gedächtnisambulanz ist man bei den Elbland-Kliniken gut aufgestellt und schließt mit den interdisziplinären Möglichkeiten die Lücke zwischen ambulanter Diagnose und klinischer Behandlung.